Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Aufnahme / Ausgabe vom Far Cry 4 Let's Game. Ja, und wir kommen von der Arena wieder mal her. Da habe ich letztens, nee, da habe ich nicht letztens über Unendlichkeitsmodus gespielt. Das habe ich vorher gespielt, also das fand ich nicht so toll. Okay, also, wie wir hier sehen, Pagan ist im Arsch, hat nicht mehr viele Gebiete übrig und ich will mal wieder eine hier Shangri-La-Tanka-Mission machen und da reise ich mal auch hin zur Shangri-La-Tanka. Ah, da muss man schwimmen und so weiter. Ah, komm. Da gehe ich hier, hin. Und dann geht es auch noch nach dorthin. Und ja, die ganzen Nebenmissionen. Also auf der Map sehe ich ja ganz viele Nebenmissionen. Da habe ich nicht wirklich Lust drauf. Also diese ganzen Nebenmissionen, das ist für die Leute, die halt mehr vom Spiel haben wollen. Die das Spiel voll auskosten wollen. Und ja. Und ich bin nicht. Ich bin nicht so ein Typ. Boah, eine Rakete. Ich bin nicht so der Typ. Schnell verkaufen. So, alles weg. Und ich bin nicht so der Typ, der so Spiele auslutscht und so. Ich spiele halt nicht nur die Missionen. Also, dass ich auch so ein paar Nebenmissionen erledige, dass ich so sehe, ah, okay, die sehen so aus, ja, das geht so. Aber ich mache jetzt nicht alle und ich bin auch nicht so ein Errungenschaften-Sammler. Bin ich auch nicht. Oh, Elefant. Nee, das ist ein Büffel. Da drüben, so. Elefant, mein bester Elefanten. Los geht's. Ah, die sind aber auch nicht bemalt. Irgendwie sehe ich keine bemalten Elefanten. Ich reise mal mit dem Elefanten. Dum, 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 yay. Ja, und ich bin nicht so der Fan von diesen ganzen, ja, auch Errungenschaften. Bin ich nicht so der Fan. Das kostet alles so viel Zeit. Ich habe einfach keine Zeit dafür. Und jetzt erst recht nicht, wo ich mit dem ganzen Let's Game machen und so angefangen habe. Da habe ich einfach keine Zeit für gar nichts. Hochladen, rendern und schlafen gehen. Aufwachen, ja, danach wieder hochladen, rendern, aufnehmen, ganz vergessen, auch, ja. Also da habe ich für gar nichts mehr Zeit. Und das recht nicht irgendwie Spiele auslutschen. Ich kann natürlich hier Spiele auslutschen in diesen Let's Games, aber wie ich schon gesagt habe, ich spiele professionell. Komm, Elefant, kannst rein. Oh yeah, er kann schwimmen. Ist ja richtig geil. Geil, guter Elefant, gut, dass ich dich mitgenommen habe. Du bist schneller, als wenn ich schwimmen würde. Ja, also, ich will ja auch nicht die Spiele auslutschen. Kann ich natürlich, aber ich bin nicht so der Typ, wie ich schon gesagt habe. Und ich will es euch auch nicht antun, die Spiele auszulutschen, alle Errungenschaften zu erhalten. Das ist ja total, boah, Elefant, total langweilig. Wie interessiert das? Also zuzuschauen zumindest. Also die Mission, ein paar Nebenmissions und so, und das war's, das reicht. Das macht schon Spaß. Also ich rede aus meiner eigenen Erfahrung. Ich bin ja selber Zuschauer und werde es auch immer sein. Da muss ich links. Oder? Aber man muss hier immer nach oben klettern. Vielleicht kann man hier irgendwo hochklettern. Also ich bin ja Zuschauer und bleibe es auch immer. Komm, Elefant. Du warst ein guter Junge. Ich muss aber jetzt weiter. Ja, und ich rede aus eigener Erfahrung, dass ich es nicht so mag, wenn jemand lange an einer Stelle hockt, okay, hocke ich auch manchmal, wenn ich irgendwie voll auf verkacke. Aber das, ich versuche immer mein Bestes natürlich. Aber meistens bin ich auch recht gut dran. Ja. Wohin? Hier ist ein Seil. Das bedeutet, ich muss hier lang. Ja, setze deine Reise durch Shangri-La fort. Indem du das nahegelegene Tanker findest, sieh dich nach einem Pfad um, der zu einem Tempeleingang führt. Ja, das mache ich. Da, hoch. Da ist das nächste Ding zum Hucken. Weiter hoch. Komm. Ja. Ja, bald oben. Ja. So. Wo geht's weiter hoch? Oh, da sehe ich schon was oben. Ich muss auch Yugi und Regi Missions alle machen. Ich denke, es bleiben nur noch ein, zwei Missions von Yugi und Regi übrig. Oder nur noch eine Mission, ich weiß gar nicht. Komm, das kann durch mich
wehen. Das ist noch ein bisschen blöd bei den Spielen gemacht. Aber bald wird schon. Also die Spiele werden immer cooler, werden immer geiler. Kalinax Trumpf. Oh, was liegt denn da? Erhalten Pflanze zu sammeln. Was ist das denn? Flutsch. Oh, weißes Blatt. Cool. Ich weiß gar nicht, wofür man weißes Blatt braucht. Alles so geheimnisvoll. Ihr halt zum Interagieren. Was? Ne, lass mal fahren. So, es geht los. Was ist das denn? Ein Bild. Und wieder Drogen geschnüffelt, was weiß ich was. Vielleicht sind die Kerzen so Drogenkerzen und ist ja ganz normal in Kyrat, dass hier überall Drogen sind und vielleicht bestehen die Kerzen aus purem Koks und danach brennt der Koks, weil Kerzen sind ja, es gibt ja weiße Kerzen und so und dann brennt es und dann wird man high halt. Wow, ich bin schon direkt am Fliegen. Der Rakshasa, der die Glocken angekettet hatte, wachte aus einem hohen Turm über Shangri-La. Je näher wir den Rakshasa kamen, desto verrückter wurde die Welt. Gut, ich habe die drei Pfeile vermisst. Ich musste Shangri-La vor dem Dunkeln schützen, so wie Motten ins Licht müssen. Aha. Habe irgendeinen Scheiß bestimmt gerade vorgelesen. Könnt ihr alles nachlesen, könnt ihr stoppen und danach vorlesen. Also, wieso habe ich nur drei Lebensbalken? Ich hatte doch fünf. Was ist das für ein Scheiß? Oh, da sind Hunde. Kann ich die beiden ausschalten? Scheint nicht. Schaltet den Hund aus. So, erledigt. Alle ganz leise. Super. Da war was im Glänzen. Oh, da sind Pfeile. Her damit. Hier. Okay, da oben ist, denke ich, gar nichts. Ich laufe mal nach oben kurz. Ist interessant. Oh, aha. What do I see? Ihr halt zu interagieren. Für mich war die Welt immer das, was ich sehen und berühren konnte. Suchende gefunden, geil. Doch die Existenz der Rakshasa lehrte mich, dass meine Realität nur das ist, was mein Geist akzeptieren kann. Es gab ganze Welten, die ich nicht mal annähernd verstand. Ist halt so. Es gibt Welten, die man nicht richtig versteht. Ich denke, ich muss einfach nur Geheimnisse suchen. Hier, jetzt gerade. Deswegen ist es auch ein Geheimnis. Nicht, dass ich irgendwie vorher was vergessen habe in den vorherigen Welten. Das wäre blöd. Das wäre sehr blöd. Ich höre einen Elefanten. Nein. Tschüss. Okay. Wie mache ich das? Rette den Elefanten. Los, auf ihn drauf. Wo ist der Mixer? Stirb! Okay, Elefanten gerettet, Elefanten, mein Bester. Ihr halt zum Interagieren. Zum kaputt hauen. Nein, ich rette ihn jetzt. Komm, süßer Elefant. Ja, nein, ich mach dir nichts. Ganz ruhig. Chillen, geil, nein! Nein! Chillen, Elefant. Ja, braver Junge. Brave Junge. Ja. So ist fein. Nein! Oh, geil, wie der aussieht. Finde die Glocke der Erleuchtung. Ist er jetzt auf meiner Seite? Kämpft er für mich? Nein. Oh, kann ich in mir steigen? Sag das bitte. Yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Jetzt werden Bitches gebankt. Ja, jetzt mal kurz heilen. Ja, man kann sich ja auch hier drauf heilen. Ist hier etwas? Nein, kein Geheimnis. Okay. Irgendwo muss es noch Geheimnisse geben. Ich denke, ich muss da lang. Oder? Ich check mal die Location. Um noch. Oder da, dann nach oben. Hier gibt es zwei Punkte, wo ich hin muss. Ich nehme mal den Elefanten. Vielleicht kann der Elefant auch hier das. Den Baumstamm kaputt machen. Mal schauen. Yay! Elefant, du bist einfach nur der Beste. Du bist einfach nur der Beste. Ja, ich habe schon gedacht, die Brücke ist kaputt, aber nein, sie ist nicht kaputt. Das ist. Wow. Sehr fein. Okay.
Alles checken, keine Feinde in sich. Nein! Oha, Büffel, tote Büffel. Das waren meine Freunde! Aufs Maul, Junge! Das gibt's aufs Maul, ja. Diese ganzen Bitches da. Du willst hier nach oben. Jetzt sieht es noch ganz gechillt aus. Kann ich das hier drehen, die meine Mühle? Nein, da kann er nicht durch, leider. Ich kletter mal nicht hier nach oben. Bestimmt gibt es hier wieder ein Geheimnis. Komm, ja. Oh. Geheimnis? Ja, ich... Aka? Nein, leider nicht. Was ist das? Feuer. Explosion. Boom. So, ja, also mit agieren. Die Zahl der Sucher begann sich zu verringern. Ich näherte mich einem unbekannten Gebiet. Ich begann zu spüren, dass ich weitergekommen war als irgendjemand vor mir. Super. Für ein Wort. So lange warten, das ist buddig. So, ja, also mit agieren. Komm an die Mühle, gib mir Money. Yay. Dreh dich, gib mir your money, gib mir your money. Gib mir your money. Danke für die Money. Oh, what do I see? Nein. Elefant! Yay, mein bester Kumpel! Hau sie kaputt! Und mach sie zu Schutt! Yay, boah, Elefant, du bist geil. Du bist richtig geil. Nein, sie haben Flammenwerfer! Yo, den kann ich kaputt hauen, richtig geil. Von wo? Boom, bitch! Get out of my way! Ich ziehe mal lieber besser. Zielen! Feuer! Boom! Wo sind noch die Feinde? Da, rechts. Zielen! Feuer! Da ist noch ein Wichser. Da muss noch ein Wichser sein. Wo ist denn der? Ach, der hat ihn immer noch nicht kaputt. Die haben ihn. Ah, nee, das ist mein Tiger. Tiger, ich helfe dir! Ich helfe dir! Stirb, du Wichser! Von hinten fick ich dich! In den Arsch! Ja, Takedown, sehr schön. Ja. Sind die unendlich oder so? Boom, stirb. Du auch. Stirb. Hö, ich habe mich getroffen. Das ist impossible. Okay, so. Nein, die kommen immer mehr. Es kommen immer mehr, Wichser. So, jetzt mal healen. Wo ist der Elefant? Das weiß ich nicht. Tiger, komm her. Wir müssen weiter. Unsere Reise hat gerade erst begonnen. Naja, okay, schon zur Hälfte oder so. Nein, was, nicht gekillt? Boah, die Bogenschützen sind auch richtig heavy. Die sind auch richtig heavy. Da kann ich nicht hin, weil bestimmt fehlt mir die zweite Glocke. Und ich muss hier wieder ein Geheimnis aufsuchen. Mal schauen, wo es es gibt. Ich weiß gar nicht, wo der Elefant gerade ist. Ah, da ist der Elefant. Er läuft ganz schnell herum. Von mir rennt er weg. Okay, die Feinde sind dort überall. Die sind schon auf der Hut, weil ich habe schon ein Glöckchen gedreht. So, hier ist er. Nee, das dritte Geheimnis. Noch mehr Pfeile. Ja, zum Interagieren. Meine Identität als Kairati begann mir zu entgleiten. Ich fühlte mich hier mehr zu Hause als jemals in Kairat. Doch mein Herz wusste, wenn ich bliebe, wäre ich nicht anders als der Rakshasa. Okay, dann müssen wir jetzt hier ganz schnell weg. Sonst werden wir zum Rakshasa. Rakshasa ist anscheinend der böse Typ. Habe ich immer noch nicht verstanden, wer das genau ist. Okay, leise ausschalten. Nein. Kann ich denn ein Wurfmesser werfen? Ah, gib mir Wurfmesser! Nein, kann ich nicht. Los, drauf! Hutscha! Wah! Okay, Tiger, ich helf dir! Takedown! So, gehört! Was? Ah, okay, der Tiger hat ihn erledigt. Ich hab schon gedacht, irgendwie ein Bug im Game oder so. Oder, Takedown nicht erfolgreich. Nein, ich will verbrennen! Wer ist das? Hört auf! Keine Späßchen mit mir! Los, Tiger, auf ihn! Sehr schön, so, Takedown! Boah, zack, Gehirn zerfleischt. So, stirb. Boah, der überlebt auch so viel. Der Wichser. Wo?
Ne, ich sehe keinen Feinde. Auf jeden Fall, der schmiss ja hoch. Hopp, 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 hopp. Da ist noch ein Wichser. Auf ihn drauf, Tiger. Take down, Flatsch. Bogenschütze zerstört. Nein, ich bin am Sterben. Was ist das für Bull? Lösch das Feuer. Boah, was war das denn? Auf einmal bin ich super mega am Sterben. Ich weiß nicht, was. Boah, ich heile mich sofort voll. Ja, okay, der ist tot. Nein! Los, lösch das Feuer! Und dreh die meine Mühle. Die Mühle müssen mir Money geben. Ah, oh, hier, jetzt gibt's Money! Come on! Money, money, money! Oh yeah, oh yeah, oh yeah! So, jetzt geht's weiter. Ah, der Gang müsste jetzt schon geöffnet sein. Finde die Glocke der Erleuchtung. Ja, das ist doch immer, überall. Boah, während der Kacke da kann ich nicht rennen, das ist doof. So, die Pfeile brauche ich gerade nicht. Ich habe 55 Stück oder so, ich weiß gar nicht. Also ich laufe mal da los. Ich will den Elefanten jetzt mitnehmen. Ich weiß nicht, wo der sich gerade aufhält. Ich laufe mal hier über die Brücke. Ich hoffe, ich finde den Elefanten hier. Mal schauen. Ja, da ist er doch. Elefant, bleib stehen. Bleib stehen, habe ich gesagt. Du kommst schön mit mir. Nix da abhauen, ich brauch dich. Also jetzt werden die ganzen Typen gebangt, die ganzen bösen Geister. Ah ja, ich brauche nur hier das Tor hier kaputt zu machen. Boom! Oh, Blätter, Durchgang. Los, durch, schnell! Elefant, lauf! Wir haben keine Zeit! Renn! Yay! Boah, der Elefant haut einfach alle nur weg. Einfach alle weghauen, los, los, los! Nein, ich bin am Rennen! Huh, 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 schnell, schnell, schnell! Und jetzt ist hier schnell durch, komm durchs Tor. Boom. Scheiße, zu viele Feinde. Boom, weg mit dem Feuerspucker. Ja, oh, jo, 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 jo. Okay, ich kann nicht mehr, Elefant. Du bist jetzt auf dich allein gestellt. Boah, ich muss weiter. Schnell weg hier. Ab zur Glocke. Glöckchen. Schnell heilen. Boah, da ist nur ein Wichser. Boah, die Verteidigung ist aber auch hier nicht ganz easy. Hier, wow, als ob das so ein mega bewachtes Gebiet wäre. Boom, jetzt bist du weg. Wow, der Wichser mit dem Feuer. Take down. Flatsch. Wieder, ey, voll ins Gehirn. Schnell heilen. Komm, Elefant. Ich traue dir. Du packst das schon. Wir kriegen dich nicht runter. Wow, Digga. Eventuell gibt es eine Errungenschaft dafür, dass der Elefant überlebt. Aber ich denke, der Elefant kann nicht sterben. Hier zumindest. Wow, was ist das für ein dicker Typ da? Wo muss ich eigentlich lang? Ah, nach oben. Okay, es geht weiter hoch. Hopp, 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 hopp. Wow, Wichser! Stirb, boom, Headshot. Stirb. Der nächste bitte. Weiter hoch. Stirb. Sehr schön. Ich habe schon gedacht, ich muss ihn mit einem Takedown jetzt erledigen. Ja, und wo geht es? Ah, da geht es weiter hoch. Weiter hoch. Boah, ich habe jetzt eine Runde gedreht. Und hier müsste bald irgendwo hier die Glocke sein oder so. Stirb, habe ich gesagt. Komm, dritter Hit muss es sein. Nein. Jetzt aber. Komm, stirbt. Ich habe gesagt, stirbt. Wow, ein Hund. Ein Hund. Scheiße. Wieder bin ich ja on drugs. Der Tiger ist gerade gestorben. Deswegen ist er gerade nicht bei mir. Deswegen bin ich jetzt gerade auf mich allein gestellt. Okay, der Tiger ist wieder da. Sehr schön. Stirb! Stirb, Hund! Das ist ein böser Hund. Oh, da ist die Glocke! Glocke, befreien! Schnell ab zur Glocke! Nein, take down! In your face, 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 in your face! Ja! Oh yeah, in your face. Nein, da ist nur einer. Tiger, ich helfe dir! So, take down! Flatsch! Yeah! Los, die Tiger, den Hund packst du. Du bist stärker als er. Und jetzt die Glocke befreien. Ja, halt zum Tagieren. Komm, Glöckchen. Mit irgendeinem frosteten Messer mach ich jetzt eine dicke Eisenkette kaputt. Und jetzt. Nein, wer ist das denn? Boom. Weg mit dir, böser Adler. Die Glocke haut dich kaputt. Die Glocken reichen nicht, um den Rakshasa zu töten. Da wusste ich, dass es nur einen Weg gab, wie meine Reise enden könnte. Also der Vogel ist Rakshasa, okay. Okay, also wenn ich da bleiben würde,
würde ich mich zu diesem dicken Vogel verwandeln. Komisch. Ja, also sehr interessant. Ich denke, die nächste Shangela Tanka wäre die letzte Mission. Also wäre auf jeden Fall sehr interessant, wie es enden würde. Ob es da einen dicken Bossfight geben würde, das wäre sehr interessant zu erfahren. Auf jeden Fall. Ja, letzter Teil fehlt. Das zerstörte Paradies. Mission beendet. Ja, dann klar habe ich die beendet. Ja.